Jetzt aber, Amanda. Ja? Wie schaust du denn aus? Was hast du denn gemacht? Ja, wie schaue ich wohl aus? Wer bin ich? Sissi! Bitte? Naja, diese Sendung hat einen Kaiser, dann braucht diese Sendung auch eine Kaiserin. Blöde Frage, blöde Antwort. Wie schaue ich wohl aus? Soll ich dir auf die Sprünge helfen? Ich wäre gern Cristiano Ronaldo, der läuft aber nicht mit einem schwarzen Abendkleid über den Fußballplatz, ja? Nein, ich wäre gern Ah, du wärst gern eine Christbaumkugel, naja, rund bist du ja schon mal. Vorsicht, Schätzchen, Vorsicht, ja? Suchst du Stress? Nein, ich wär gern das Christkind. Das Christkind, Amanda. Das Nürnberger Christkind, das ist ja jetzt erst gewählt worden und das trägt auch kein schwarzes Abendkleid mit Sternchen drauf, ja? Du kannst kein Christkind sein. Ach, lass mich doch ein bisschen träumen. Hattest du noch nie Träume in deinem Leben? Oh, Amanda, ich hatte schon viele Träume. Als Kind hab ich immer geträumt, dass ich mal Bauchredner werden möchte. Oh, und warum bist du es nicht geworden? Amanda, ich bin Bauchredner. Bist du schwanger? Bauchredner! Nicht dein Ernst! Dein Bauch kann sprechen? Na, sag doch mal was! Ja, was soll ich denn sagen? Egal. Irgendwas mit dem Bauch. Irgendwas mit dem Bauch? Nein, krass! Das war dein Bauch? Naja, also wenn du Bauchreden kannst, dann kann ich ja wohl Christkind werden. In 14 Tagen ist ja schon Heiligabend. Ich hab noch gar nicht alle Geschenke. Also das wiederum finde ich ja sehr süß, dass dir meine Geschenke so wichtig sind, ja? Wer redet denn von deinen Geschenken? Ich rede von meinen Geschenken. Ich will ein niedelnagelneues Handy und eine Spielekonsole. Ich will ein niedelnagelneues Handy, eine Spielekonsole, eine verrückte Zeit. Weißt du, was ich zu Weihnachten bekomme? Na ja, wahrscheinlich das Gleiche wie jedes Jahr. Eine neue Kleidergröße. Sag mal bitte, ja? Da fällt mir ein wunderschönes Gedicht ein. Jetzt kommen die festlichen Tage, da versteckt er im Keller die Waage. Die Weihnachtszeit hat ein Geschick, sie macht ihn jährlich immer dick. Also, Moment mal, ja? Also, hallo. Da gibt's so einen schönen Spruch, der sagt, wer im Glashaus sitzt, der sollte öfter die Fenster putzen. Nein, Amanda, bitte. Weißt du, früher, da gab's kein Handy, da gab's kein Smartphone. Nein, früher hat man sich über ganz andere Dinge gefreut. Ich hab mir zum Beispiel als Kind, hab ich mir immer Knete gewünscht. Och, das ist ja praktisch. Kohle nehme ich auch, ja? Dann kaufe ich mir mein Handy selber. Na, Amanda, nicht Knete. Ich rede von echter Knete zum Kneten. Ach so? Was hast du denn damit gemacht? Ja, was habe ich damit gemacht? Knetmännchen geknetet. Och, wie süß! Der kleine Sebastian hatte keine Freunde. Dann hat er sich aus Knete welche geknetet. Eine Runde Mitleid, bitte. Ich hatte sehr wohl Freunde, ja, und wir saßen nicht an Weihnachten vor der Spielekonsole. Nein, wir sind am ersten Weihnachtsfeiertag einfach raus in den Schnee, sind durch den Schnee gehüpft. Gehüpft? Du bist durch den Schnee gehüpft. Ich schmeiß mich weg. Lawinenwarnstufe 5, sag ich nur. Also eins will ich dir jetzt mal sagen, ja? Wenn du Christkind werden möchtest irgendwann, ja, dann solltest du mal ein bisschen artig sein. Ich bin immer artig. Aha. Großartig. Eigenartig, gutartig, neuartig, ruckartig, verschiedenartig. Ja. Ich hab's jetzt verstanden, ja? Ich bin sogar musikartig. Musikartig? Was ist denn bitte musikartig? Ich kann artig singen. Na gut, du bist musikalisch. Magst du denn vielleicht was singen? Na, wenn das dein Bauch kann. Na, wir probieren's einfach mal, ja? Aber ich sag dir bitte etwas Weihnachtliches und vor allen Dingen etwas Artiges, ja? Okay. Also, bitteschön. Klingglöckchen, klingelingeling, macht's an der Tür. Da kommt die Verwandtschaft, trottet durch die Landschaft, um uns dann zu stressen und sich voll zu fressen. Amanda, artig. Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Na, geht doch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Aber Amanda. Ja. Sag mal, das ist dein Applaus. Meiner. Dein Applaus. Vielen, vielen Dank.